Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videokanal. Heute ist der 17.09.2020. Ich bin schon relativ müde. Heute war Sonja da. Heute war es ganz lustig mit Sonja. Wir haben mein Handy bestellt. Ich wollte eigentlich warten, bis ich einen Monat rauchfrei bin, oder bis Ende des Monats zumindest, weil am 30.09. nochmal eine Apple Keynote stattfindet, höchstwahrscheinlich mit der iPhone-Vorstellung, und ich wollte eigentlich abwarten, bis die iPhones vorgestellt sind, wenn ich mir das Z Fold 2 kaufe, aber heute war der letzte Tag bis um 0 Uhr, wo man das Z Fold vorbestellen kann. Und zudem der letzte Tag, wo das Jahr Versicherung dabei ist. Und 200 Euro minus vom Preis vom Z Fold. Und mein voriges Handy, das Note 10 Plus, kam auch in die Cashback-Aktion um 500 Euro. Und deswegen habe ich meinen Vater überredet, oder ich habe mit meinem Vater gesprochen, dass es mehr Sinn macht, dass ich mir heute das Handy bestelle. Weil 200 Euro minus das Jahr Versicherung und 500 Euro Cashback, das lohnt sich schon, weil dann habe ich insgesamt 700 Euro weniger fürs Telefon bezahlt. Und ich habe mit ihm gesprochen und er hat mir erlaubt, auch wenn ich erst einen Tag rauchfrei bin. Ich habe heute nichts geraucht, also keine Zigaretten geraucht, und möchte das auch weiterhin fortsetzen, weil ich einfach sehe, dass es meiner Lunge besser tut. Und ich atme noch immer sehr schwer und sehr brodelig, aber es wird schon besser, zumindest zwischendurch. Und das freut mich, und ich hoffe, dass in 2 Wochen der Husten ganz weg ist. Und natürlich habe ich mir jetzt das Handy noch nicht verdient, aber ich möchte zumindest bis Ende des Monats rauchfrei sein und auch weiter. Ich möchte aufhören zu rauchen. Und heute ist es mir extrem schwer gefallen, der erste Tag ohne Zigaretten, und immer wieder das Gefühl, dass mir was fehlt, und auch weniger Zeit mit meinen Eltern und so, weil die doch immer zum Rauchen zu mir gekommen sind. Aber ich merke einfach, dass es wichtig ist, dass ich jetzt aufhöre. Und nicht nur für das Handy, sondern für meine Gesundheit. Und Sonne ist heute rausgegangen rauchen. Ich bin zwar mitgegangen, aber ich habe keine geraucht. Und ich freue mich drüber, dass Sonne das so gut akzeptiert. Und dass sie kein Problem damit hat, draußen zu rauchen, weil es noch nicht so kalt ist. Und ja, es war ganz interessant heute mit Sonja. Sie hat mir geholfen, das Handy zu bestellen, und hat mit mir getratscht. Wir haben Kaffee getrunken. Sie hat draußen geraucht. Und sonst
haben wir nicht viel gemacht. Ich war auch sehr müde heute und bin's noch immer. Ja. Morgen kommt Corinna. Aber morgen Vormittag wäre ich bei Kerstin. Aber mein Vater ist etwas kränklich. Und es wird sich morgen erst entscheiden, ob wir überhaupt zu Kerstin fahren. Wenn es ihm besser geht oder auch nicht. Und dann kommt Corinna. Die muss ich erst aufklären, dass sie rausgehen muss rauchen. Es hat keinen Sinn, wenn neben mir geraucht wird, wenn ich eigentlich rauchfrei bleiben will. Und ja, ich hoffe, morgen bin ich wacher und nicht ganz so müde, weil Corinna schon langweilig wird, weil ich immer schlecht drauf bin, wenn sie da ist und so. Was aber nichts mit ihr zu tun hat und was mir auch leid tut. Aber was soll ich machen? Ich mach's auch nicht absichtlich und es tut mir auch leid und hoffentlich ist es morgen besser. Am Samstag gehen wir mit Sonja und meinen Eltern in ein Steakhouse. Mein Vater hat vorgeschlagen, uns zum Steakessen einzuladen. Er mag Sonja auch recht gerne. Und mit Corinna hat er noch nicht so viel Kontakt gehabt. Und am Samstag kommt sowieso Sonja auch wieder. Also bin ich ganz gespannt, wie das wird mit den Eltern essen gehen. Und freue mich drauf, weil das Steak ist echt gut dort. Und ja, ich hoffe, dass es ein schöner Abend wird. Mit Corinna können wir sowas sicher auch mal machen. Aber die müssen meine Eltern erstmal richtig kennenlernen. Sonja ist jetzt über ein Jahr bei mir. Und da wird sie natürlich vorgezogen. Aber das heißt nicht, dass mit Corinna sowas nicht geht. Sonst gibt's nicht richtig viel Neues. Ich bin, wie gesagt, sehr müde. Und noch immer sehr atemlos. Ich freue mich auf morgen, wenn wir zu Kerstin fahren. Aber auch wenn ich liegen bleiben kann. Und naja. Ich freue mich, dass ich mein Handy bestellen durfte. Ich hoffe, ich bereue es nicht beim iPhone. Aber ich glaube nicht. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao. Macht's gut. Eure Ines.